Frischer Kaffee ist nicht wirklich der leckerste Kaffee. Das schmerzt jetzt vielleicht ein bisschen, aber in diesem Video erzählen wir euch genau, warum das so ist. Wir geben euch an die Hand, wann ein Zeitfenster für Kaffee ist, wann der wirklich lecker ist und demonstrieren das an drei von unseren extremsten Kaffees, wann die richtig gut schmecken. Benjamin, wir trinken den Alessandro-Kaffee. Schmeckt dir der? Filterkaffee aus Brasilien? Der ist noch ein bisschen frisch. Wieso? Ist nicht ganz offen. Ich kenne den anders. Genau. Und der wird sich auch noch verändern. Und der wurde auch gestern geröstet. So, also Zeit nach der Röstung ist extrem wichtig. Und genau das habt ihr untersucht? Mhm. Und zwar über viele Wochen, nämlich über 12. Du und ein Lebensmitteltechnologe, ihr habt alle 2 Wochen 3 ganz unterschiedliche Kaffees degustiert und geschaut, wie verändert sich der Geschmack. Und das habt ihr systematisiert, aufgeschrieben und ausgewertet. Warum? Warum ist das so ein großes Thema und wie sind die Ergebnisse? Ich glaube, das Warum ist wirklich eine gute Frage, weil wir das oft hören und weil ihr das wahrscheinlich auch immer oft hört, dass frischester Kaffee, also möglichst frisch nach der Röstung, dass das der beste Kaffee sei, dass der unheimlich aromatisch ist und völlig ausgewogen und so weiter. Das Problem dabei ist aber, je feingliedriger und komplexer Kaffee sind, die sind nicht wirklich lecker direkt nach der Röstung, sondern die brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Also haben wir das, wie du gesagt hast, über eine Weile hinweg verkostet. Ihr habt festgestellt, es gibt eine bestimmte Zeit nach der Röstung, bis der Kaffee dann voll auf dem Punkt ist. Und es gibt eine Zeit, da ist der Kaffee dann über den Punkt hinaus. Bevor wir jetzt zu den genauen Ergebnissen kommen, wieso ist er am Anfang noch nicht so lecker, das, was du als noch nicht entwickelt genug beschreibst? Und wieso ist er nach einer gewissen Zeit nicht mehr lecker? Wenn wir annehmen, dass das die Röstrommel ist und der Kaffee kommt jetzt raus und der steht jetzt hier, und wir sagen, das sind 7 Tage nach der Röstung. So, wenn wir einen Kaffee hier trinken, also direkt aus der Röstrommel, dann schmeckt ein Kaffee, auch wenn er sehr hell geröstet ist, wie zum Beispiel der hier, das ist ein Filterkaffee und die rösten wir sehr hell, haben die immer noch etwas Röstiges, weil wir Kaffee rösten und ergo schmeckt das auch etwas röstig, auch wenn er hell ist. Plus hat der Kaffee extrem viel CO2 da drin, denn das ist ein Nebenprodukt der Röstung. Jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, dass das CO2 etwas so wie ein Imprägnierungsspray um die Kaffeeteile rumherum ist. Und das Wasser, das jetzt den Geschmack aus dem Korn lösen soll, kommt gar nicht in den Kern, da eben diese Imprägnierungsschicht oder eben dieses CO2 noch da ist und das Wasser abperlt. Das ist jetzt etwas gar bildlich gesprochen, aber das ist das, was passiert. Können wir das nachweisen? Ja. Und zwar können wir das messen mit einem sogenannten Refraktometer. Wir haben schon ein Video dazu gemacht. Jetzt, da können wir weniger Teile aus der Bohne lösen. Wir haben also ein schwächeres Getränk, obwohl der Kaffee sehr frisch ist. Wir haben noch also nicht alle Aromatik aus dem Kaffee gelöst, wenn der Kaffee frisch ist. Das war also quasi das Vorspiel vor dem Moment, wenn es wirklich gut wird. Mhm. Wann ist denn das? Ja, jetzt, das ist der Röster, das ist ein Tag und jetzt wandert das hier so nach hinten und wir sagen, das ist jetzt so 7 bis 10 Tage, jetzt sind wir hier. Für Filterkaffees merken wir, dass so wie wir den Kaffee rösten und so wie wir Kaffee mögen, würden wir euch empfehlen, mindestens eine Woche zu warten oder besser noch 10 Tage für Filterkaffees. Vor allem für Naturals, also für trocken aufbereitete Kaffees, da warten wir gerne etwas länger, sei es beim Filterkaffee oder sei es bei einem Espresso, da warten wir länger nach der Röstung. Also wenn hier jetzt steht 6. April, dann würde ich sagen, ist der richtig lecker am 16. April. So, und dann fängt eigentlich der Peak an oder dieses Zeitfenster, wo es wirklich Spaß macht. Wenn wir am 16. April diesen Kaffee dann öffnen, dann ist der lecker, natürlich verändert er sich. Wenn wir die Packung dann aufmachen, dann sind die ersten 2, 3 Brühungen, die sind identisch. Und dann aber mit der Oxidation, die dann voranschreitet, verändert sich der Kaffee etwas, aber ist immer noch sehr, sehr lecker. So, und wenn die Packung dann so eine Woche lang offen ist, wenn überhaupt so, so lange da noch Kaffee drin ist, dann merkt ihr schon, okay, etwas lässt nach. Normalerweise lässt etwas die Intensität der Aromatik nach.
Und vielleicht müsst ihr auch die Mühle etwas anders einstellen. Vielleicht müsst ihr etwas feiner werden, um weiterhin viele Teilchen aus dem Kaffee herauslösen zu können. Wenn jetzt dieser Kaffee also weiter hier rüber wandert, ja, irgendwann, dann kippt der hier so rüber über den Punkt, wo er wirklich richtig gut war. Mhm. Wann ist es? Warum und wie schmeckt dann dieser Kaffee? Das ist dann, wenn er alt ist. Ja? Aber wir wissen, Alter ist kein Defekt. Das hat mir mal jemand in einem Cupping gesagt. Er sagt, Philipp, you know, age is not a defect. Und der Mann war 70. Und ich fand das ziemlich charmant. Also es ist kein Defekt, sondern es ist eine Alterserscheinung und das schmeckt man. Was sich genau verändert, oft lässt die Aromatik nach. Also das Aroma in der Nase und die Geschmacksnoten auf der Zunge ist nicht mehr so intensiv wie am Anfang. Gleichzeitig wirkt die Säure eher alleinstehend. Also so, dass wirklich die Säure da ist und weniger eingebunden ist in eine weiche Textur. Und dann müsst ihr wahrscheinlich die Mühle immer feiner mahlen, um wirklich noch Teile aus dem Kaffee herauslösen zu können. Der Kaffee wird nicht schlecht, aber er verändert sich und ist nicht mehr auf dem Höhepunkt, so in diesem Zeitfenster hier, dass wir für Filterkaffee so etwa zwischen 10 bis 20, 25 Tage angeben. Und bei Espresso ist es aber anders und da kommen wir gleich noch dazu, wo das Zeitfenster ist. Aber irgendwann kippt er dann eben und dann schmeckt er langsam alt. Holzig, oxidiert, so ranzig. Man merkt eben, dass die Säure sich verändert, die in eine Unbalance kommt, der Kaffee in sich wie nicht mehr geschlossen ist, gleichzeitig die Komplexität der Aromatik abnimmt, es so stechende, beißende Noten gibt, man nicht mehr recht weiß, ist das jetzt eine Ranzigkeit, die vom Kaffee selbst kommt oder vielleicht von meinem nicht geputzten Siebträger. Wer seinen Siebträger nicht so oft putzt, der kennt diesen Geschmack sehr gut. So schmeckt alter Kaffee eben auch. So ein bisschen unangenehm, beißend, stechend und ja, vielleicht eben auch ranzig. Ranzig ist ein lustiges Wort. Wir brauchen das so ganz normal. Wir haben eine Facebook-Gruppe, da besprechen wir sensorische Themen. Sensorik mit dem Kaffee machen heißt die, könnt da beitreten. Und da habe ich so ein paar Mitglieder gefragt, ja, was ist denn jetzt ranzig genau? Und da hat jemand gesagt, ja, talgig. Und ich finde das eigentlich noch gut. Mhm. Für mich ist es auch etwas so Stalliges. Ihr kennt vielleicht so eine alte Kaffeepackung, die schon lange gemahlen ist, die habt ihr irgendwo vergessen und dann drückt ihr so einen Beutel und was dann so rauskommt, das wäre ranziger Kaffee. Also Öle werden ranzig, das kennt ihr, alte Öle, die riechen und schmecken echt nicht gut. Und Kaffee geht nicht in der Intensität, aber geht in eine ähnliche Richtung. Das wäre also ganz alter Kaffee. Technisch gesehen, was heißt wirklich alt? Und jetzt kommen wir zu diesem Experiment zurück, was wir gemacht haben. Filterkaffee wird weniger ranzig als Espresso, weil Filterkaffee oder unser Verständnis von Filterkaffee, wir rösten den deutlich heller als Espresso. Also die Dunkelheit, die Röststufe der Röstung, die beeinflusst den Grad der Ranzigkeit mit zunehmendem Alter. Ein dunkler Kaffee wird viel ranziger als ein heller Kaffee. Nun habt ihr drei verschiedene Kaffees degustiert, also vor allem auch im Espresso-Bereich. Mhm. Und die haben sich unterschiedlich entwickelt, die hatten unterschiedliche Zusammensetzungen. Es handelte sich um einen Blend und noch zwei sortenreine Espressi. Einer war heller, einer hatte eher eine mittlere Röstung und einer hatte eher eine dunklere Röstung. Wie haben die geschmeckt? Wann hatten die jeweils ihr Peak und wann waren die drüber hinaus, Philipp? Leica haben wir getestet. Das ist ein Honey Processed von unserer Farm in Nicaragua. Eher heller geröstet? Der heller geröstet ist. Und die Kaffees, die brauchen etwas mehr Zeit. Also da ist so der Peak, der fängt so an bei 20 Tagen. Also da macht es richtig Spaß. Wenn wir den Kaffee direkt nach der Röstung trinken, dann ist das sehr sauer. Also nicht säure, sondern sauer. Es ist unangenehm. Und dann legt sich das Ganze ein bisschen und ich komme zurück zu diesem Imprägnierungsbeispiel. Wir können gar noch nicht so viel aus dem Kaffee rauslösen. Aber wenn das Gas dann verfliegt, das CO2 weggeht, und deswegen habt ihr auch diese perforierten Ventile im Beutel, irgendwo muss das CO2 ja hin. Wenn das weg ist, dann kann das Wasser mehr aus der Bohne raus extrahieren. Und das ist bei Leica so etwa nach 20 Tagen. Mir gefällt dieser Kaffee sehr gut zwischen 20 bis 27 Tagen. Das heißt natürlich, ihr könnt den Kaffee auch nach 14 Tagen trinken. Und er schmeckt auch noch nach 27 Tagen. Aber das perfekte Zeitfenster, wie wir das hier interpretieren bei Leica, wäre nach 20 Tagen für eine Woche. Beim Dreispitz zum Beispiel, da gibt es lustigerweise zwei Zeitfenster, die richtig Spaß machen, aber die verschiedenartig schmecken. Der Dreispitz ist ein Blend zu je einem Drittel aus einem Kaffee aus Brasilien, aus Nicaragua und einem Robusta aus Indien. Und
Der Kaffee macht nach 2 Wochen schon unheimlich viel Spaß und ist da stabil für eine gute Woche und ist auch nachher noch lecker, aber findet nach 14 Tagen schon den ersten Peak. Lustigerweise kommt der Kaffee dann so in Wellen, also nicht nur geschmacklich, der kommt so in Wellen, sondern auch so von der Frische her. Und nach 6 Wochen kommt so ein nächster Peak. Er schmeckt dann aber anders. Also er schmeckt dann auch extrem lecker, aber es ist mehr diese Robusta-Note steht da im Vordergrund. Wenn ihr jetzt das schon mal bemerkt habt beim Dreispitz, dass sich der so verändert, haben wir auch, aber uns war das bis jetzt wirklich nicht so bewusst. Wir haben das noch nicht so schematisch verkostet, wie wir das jetzt gemacht haben und den Kaffee wirklich über die Zeit hinweg begleiten. Ihr könnt diese Beobachtungen alle im Blogbeitrag nachlesen. Da habt ihr das sehr genau differenziert nochmal betont oder herausgearbeitet, wann der Kaffee wie schmeckt. Jetzt haben wir das zweite Peak. Wann ist das genau beim Dreispitz? Nach 6 Wochen. Und da schmeckt er eben mehr nach Robusta. Also wenn ihr mehr so diese Robusta-Noten mögt, dann würde ich halt 6 Wochen warten. Wichtig aber, ihr müsst einen Beutel zulassen. Also was wir gemacht haben, wir haben immer Beutel genommen, die haben wir zugelassen und erst dann nach 2 Wochen geöffnet. Natürlich ist es etwas ganz anderes, wenn ihr den Kaffee nach 2 Wochen öffnen würdet und dann die ganze Zeit trinkt. Dann ist der Kaffee ja schon in Kontakt mit Sauerstoff und fängt schon an zu oxidieren. Also wenn ihr dieses gleiche Erlebnis haben wollt, dann kauft mal den Dreispitz und lasst ihn einfach mal 6 Wochen stehen und dann öffnet ihr ihn. Und dann gab es noch einen dritten Kaffee, das war der biodynamische Kaffee aus Brasilien, Henrique. Genau, der Henrique. Der hat sich ähnlich verhalten wie der Dreispitz, aber den haben wir dunkler geröstet. Das ist unsere dunkelste Röstung, die wir haben. Und der ist dann auch im Nachgeschmack, der hat lange diese Röstigkeit. Also das, ich habe das am Anfang gesagt, je heißer wir rösten, umso röstiger ist der. Und die bleibt auch ziemlich lange, diese Röstigkeit. Und die geht dann aber weg und auch nach 2 Wochen, so nach 16 Tagen, ist der Kaffee dann super schokoladig. Und die Röstigkeit kommt dann aber so etwa nach 30 Tagen wieder zurück. Ich kann noch nicht genau sagen, warum. Und irgendwann müssen wir dann mal ein paar Wissenschaftler fragen, was da genau passiert. Wir haben das einfach sensorisch wahrgenommen und ich fand das spannend. Und das könnt ihr einfach auch zu Hause ausprobieren. Verschiedene Kaffees auch von anderen Röstern mal kaufen. Gleiches Datum, gleiches Röstdatum und dann halt wirklich die erste Packung früh aufmachen und eine andere viel später. Und dann Notizen nehmen und sagen, wie der Kaffee schmeckt. Kaffee verändert sich, weil Kaffee eben noch lebt. Beschleunigen könnt ihr dieses Experiment, wenn ihr den Kaffee an der Luft stehen lasst. Wenn ihr also nicht geschlossene Packungen habt, das ist dann natürlich schwieriger zu sagen, wie lange hätte ich den Kaffee in der geschlossenen Packung stehen lassen müssen, um jetzt ein bestimmtes Profil zu erreichen. Aber dadurch könnt ihr quasi innerhalb von einem Tag oder von 2 Tagen so einen Alterungsprozess durchspielen, wenn ihr den Kaffee einfach direkt an der frischen Luft lasst. Noch viel schneller könnt ihr das machen, wenn ihr den Kaffee malt. Es gibt Tage, da müssen wir ziemlich schnell auch Kaffee verkosten. Das heißt, nach dem Rösten warten wir, bis er kühl ist. Wir malen ihn, wir schütteln und warten dann eine Stunde. Und was wir dann verkosten können, schmeckt etwa so wie Kaffee nach 7 Tagen. Wenn ihr also das Problem habt, dass ihr nur zu frischen Kaffee zu Hause habt, dann ist das eine Möglichkeit. Malt den Kaffee eine Stunde vor der Zubereitung, haben einige auch schon bei Barista- oder Brewers Cup Meisterschaften gemacht, dann hat man einen super frischen Kaffee, der durch die Malung, durch das Aufbrechen der Struktur eine beschleunigte Entgasung erlebt hat. So, und jetzt wollt ihr aber Kaffee trotzdem lange behalten und was ihr dabei nicht machen sollt, ist das hier. Oh, das riecht so lecker. Sondern was ja passiert ist, und da gehören wir wie viele andere Röstereien auch dazu, wenn wir Kaffee rösten, dann kommt der direkt hier rein. Das heißt, also, wir fangen in der Packung, fangen wir das CO2 ein. Denn das CO2 hat die Eigenschaft, dass es den Kaffee eben auch frisch halten kann. Und da wir den Kaffee ja weiterverkaufen und der steht bei uns im Laden oder dann im Online-Shop, muss der ja über eine Weile frisch bleiben. Also das CO2, das jetzt ausgast, das bleibt in dieser Tüte drin. Und das seht ihr, wenn die Packung dann so aufgewölbt ist. Und das schützt den Kaffee. Was könnt ihr also mitnehmen? Erstens. Kaffee ist ein semi-frisches Produkt. Zu frisch ist nicht gut, zu alt ist nicht gut. Den genauen Zeitraum könnt ihr nachlesen in unserem Artikel, den wir euch unten und hier oben verlinken. Außerdem gibt es 2 weitere Videos. Einmal mit Michel, der genau erklärt, wie man Kaffee lagern soll, und Professor Chahan Yerezian, der auch über die Alterung von Kaffee spricht. Beides haben wir euch unten verlinkt. Und dann probiert doch mal selbst mit eurem Kaffee, mit eurer Röstung, je nachdem welchen Kaffee ihr eben dann auch zu Hause habt,
wann euch der Kaffee am besten schmeckt. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Schreibt es uns in die Kommentare. Vielen Dank und bis bald. Viele Grüße von den Kaffeemachern.